Schweiz mal anders. Tour durch Basel. Erst nun ein bisschen Geschichte. Erste Siedlungsspuren in Basel stammen aus der mittleren Altsteinzeit. Das Stadtgebiet war auch von den Kelten besiedelt. Der alte, keltische Name der Stadt Basel heißt Robur. Um 52 v. Chr. Geriet die keltische Region Helvetien unter die römische Herrschaft. Die römische Siedlung Basilia wird aber erst im 4. Jahrhundert erwähnt. Basel liegt im Dreiländereck Schweiz, Deutschland und Frankreich am Rhein. Durch den Rhein wird die Stadt in Kleinbasel und Großbasel eingeteilt und durch 5 Brücken verbunden. Die mittlere Brücke ist für Besucher der Stadt wohl am wichtigsten. Sie liegt ja mitten im Zentrum. Aktuelle Brücke wurde 1905 fertiggestellt. Ihre Vorgängerin stand aber bereits um 1220. Am anderen Ende der Brücke sitzt die Helvetia auf Reisen. Koffer und Schild hat sie neben sich abgelegt und schaut in die Ferne. Basel ist mit 175.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt der Schweiz, ist aber keine typisch Schweizer Stadt. Die idyllischen Gässchen und Plätze mit über 200 Brunnen sind mit der chaotischen Großstadt vereint. Im Bauwahn des letzten Jahrhunderts ersetzte die Stadt viele Jahrhunderte alten Häuser durch damals moderne Bürogebäude. Daher wird diese Stadt als touristischer Ort oft unterschätzt. Wie gesagt, Basel ist tatsächlich untypisch für die Schweiz. Die Altstadt ist auch nicht leicht zu finden. Die Basler Altstadt ist zwar klein, aber gut erhalten. Sie gehört zu den schönsten Europas und ist definitiv ein Geheimtipp für Kenner. Alle Rundgänge beginnen am Marktplatz. Das verzierte Rathaus ist mehr als 500 Jahre alt und ist auf jeden Fall ein Hingucker Nummer 1. Die reiche Innenausstattung entstand sukzessive zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert. Die Statue des römischen Feldherrn Lucius Munatius Plancus wurde im 16. Jahrhundert geschaffen. Mit den Wandmalereien im Rathaus zeigte sich der Basler Rat im 16. und 17. Jahrhundert auf der Höhe der Zeit. Oder anders gesagt, Basel stellte sich in eine Reihe mit den mächtigen Städten Flanderns und des Deutschen Reiches. Die farbenfrohe Wandmalerei stammt größtenteils von Hans Bock, welche zwischen 1608 und 1611 angefertigt wurde. Sie zeigen über den Portalen das Stadtwappen, Siegesgöttinnen mit Palmzweigen und links einen Kinderfestumzug. Heutzutage wird das Basler Rathaus vor allem als Tagungsort des Großen Rates und des Regierungsrates genutzt. Nun gehen wir weiter. Richtung Münsterplatz. Basel war einst ein prächtiges mittelalterliches Städtchen. Die Altstadt ist mit historischen Häusern und Brunnen ist wirklich sehenswert. Die historische Altstadt bleibt aber weiterhin lebendig und ist ein begehrter Wohnort. Viele grüne Basiliskenbrunnen gehen auf einen Wettbewerb im Jahre 1884 zurück. Aktuell sind noch 28 Basiliskenbrunnen in der Stadt verteilt. Der Münsterplatz liegt im Zentrum der Altstadt. Bereits in der Keltenzeit war das Gebiet des Platzes aufgrund seiner strategischen Lage besiedelt. Der Platz wird von vielen mehrere hundert Jahre alten, ehemaligen Domherrenhäusern gesäumt. Er liegt vor dem namensgebenden Basler Münster. Der Platz rund um die Kathedrale ist heute ein Ort der Begegnung und wird immer wieder für Veranstaltungen genutzt. Und die Pfalz, wie die Terrasse auf den Rhein genannt wird, ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte der Stadt mit seinen schönen Altbauten und den modernen Hochhäusern. Übrigens, das Wort Pfalz leitet sich ab vom lateinischen Begriff Palatium für Palast.
Durch eine schmale Pforte gelangt man in den Kreuzgang der Kathedrale. Der malerische gotische Doppelkreuzgang mit der dazwischen liegenden Halle stellt eine architekturhistorische Seltenheit dar. Die Anlage diente bis zur Reformation liturgischen Zwecken. Im Kreuzgang standen im Mittelalter Altäre, an welchen Gottesdienste gehalten und bei Prozessionen des Domkapitels Station gemacht wurde. Hier findet man auch viele reich geschmückte Grabtafeln von Mitgliedern bekannter Basler Familien aus der Zeit zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert. Zu beachten sind auch die prächtigen Fenster zum Kreuzganggarten, die unterschiedlichste Messwerkformen enthalten. Das 800 Jahre alte Basler Münster ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Es ist im romanischen und gotischen Stil aus roten Backsteinen erbaut. Das Münster hatte ursprünglich 5 Türme. 3 sind 1365 bei einem schweren Erdbeben eingestürzt. Bis zur Reformation 1529 diente das Münster als bischöfliche Domkirche. Heute ist diese evangelisch reformiert. Innenraum der dreischiffigen Emporenbasilika ist 65 Meter lang und 32 Meter breit. Die farbigen Glasfenster stammen größtenteils aus dem 19. Jahrhundert. Von den Seiten des Chors gelangt man hinab zur Krypta. Übrigens, der bekannte Humanist Erasmus von Rotterdam wurde im Münster beigesetzt. Entlang historischer Gebäudekomplex Lohnhof, der einst Kloster und Gefängnis war, gelangt man zum Barfüsserplatz. Er ist einer der zentralen Hauptplätze Basels. Die letzte Station für heute ist der Tingeli-Brunnen. Dieser wurde 1977 von Jean Tingley erbaut. Der bekannte Schweizer Künstler erschuf diese 10 wasserspeiende Figuren, die mittlerweile als eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten nicht nur Kinder begeistert. Unsere kleine Tour durch Basel ist nun für heute beendet. Wir sehen uns demnächst wieder, aber schon im Zoologischen Garten. Das wird bestimmt auch spannend. Bis danach. Servus.